Hallo liebe Norwegen-Freunde, hier ist wieder der Heiko. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Angelplatzwahl beim Bootsangeln. Grundsätzlich gilt, wenn ihr einen bestimmten Zierfisch habt, solltet ihr euren Angelplatz auch nach den Lebens- und Fressgewohnheiten dieses Zierfisches ausrichten. Dazu werden der Alex und ich nach und nach euch die verschiedenen Fische vorstellen und auch zu den Lebens- und Fressgewohnheiten einiges sagen. Wem das ein bisschen zu stressig ist oder wer einfach sagt, ich will da hoch, irgendwo ein paar Fische fangen und was dabei ist, ist mir völlig egal. Für die gibt es einige Bodenstrukturen, wo man eigentlich immer irgendwas fangen kann. Das sind zum einen Sandbänke unter Wasser, die sehr fängig sind, die sogenannten Fresswiesen, so nennen wir sie jedenfalls. Das sind meist feste Bodenstrukturen, relativ geradlinig. Vielleicht mal ein bisschen Bewuchs drin, wo man viel Kleinfisch findet und auch viel kleine Krebse und ähnliches. Da kommen die Fische halt hin, um zu fressen. Und da ist der Köder auch immer mal sehr willkommen. Mein absoluter Favorit sind jedoch Unterwasserberge. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Um euch dieses Prinzip Unterwasserberg etwas näher zu bringen, begeben wir uns mal an den Bindalsfjord. Der liegt so in etwa eine Autostunde südlich von Brønnøysund. Da hatten wir einen Unterwasserberg, sowas habe ich wirklich selten gesehen, sowas Ausgeprägtes. Wenn ihr hier mal schaut, der Hauptfjord hat so 550, 560 Meter Tiefe. Und hier, dieser Unterwasserberg hat gerade mal 13 Meter. Das heißt, ihr könnt euch hier praktisch aus jeder beliebigen Tiefe bis auf 13 Meter hochtreiben lassen. Treibt hier die verschiedenen Fischbereiche durch. Ihr könnt hier oben in den oberen Regionen super angeln mit dem Pilker, mit dem Beifängersystem, sogar mit der Spinnrute auf Freiwasserjäger. Könnt aber genauso gut etwas tiefer hier angeln mit Naturköder auf Leng und Lump. Der große Vorteil von so einem Unterwasserberg ist zum einen, dass sich da so ziemlich alle Fischarten einfinden. Und zum anderen, dass sie sich, egal von wo der Wind kommt, eigentlich immer beangeln lassen. Wind darf halt nur nicht zu stark sein, aber die Windrichtung ist völlig egal. Man kann sich von jeder Seite so ganz entspannt rauftreiben lassen und auch wieder runtertreiben lassen. Hier so in der nördlichen Region war es dann etwas steiler. In der südlichen Region geht es dann eher moderat. Hier bitte mal nicht von dem M für frei übersetzt Modder irritieren lassen. Das war hier bloß so ein kleines Modderloch. Ihr könnt hier tatsächlich sehr gut angeln, auch mit Naturköder. Leng und Lump haben das wirklich gemocht. Noch so einen kleinen Unterwasserberg findet ihr weiter vor der Küste. Wobei klein deutlich untertrieben ist, weil das ist ein richtiges Bergmassiv hier unter Wasser. Wenn ihr hier mal schaut, rundherum alles sehr felsig und sandig. Mit Tiefen bis zu 250 Meter und dann habt ihr hier so ein Unterwassergebilde, was hochgeht bis 20 Meter. Da gilt genau dasselbe, hier finden sich die Fische einfach ein und solche Stellen müsst ihr wirklich suchen und auch gezielt beangeln. Da wird der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Das andere, was ich euch gesagt hatte, das waren die sogenannten Fresswiesen, oder zumindest nennen wir sie Fresswiesen. Das habt ihr zum Beispiel hier unten. Die war auch sehr fängig, wenn auch relativ klein. Also wenn ihr euch den Maßstab anguckt, das hier sind 300 Meter, da habt ihr hier zwischen der 50 Meter und der 100 Meter Tiefenlinie vielleicht so 350, 400 Meter Abstand. Und da geht es dann so langsam hoch. Das war auch ein bisschen bewachsen hier. Aber das ist alles nicht schlimm. Das ließ sich super beangeln, trotz Bewuchs. Und man hat gemerkt, da kommen die Fische hin zum Fressen. Also hier finden sie ein riesengroßes Nahrungsangebot und da seid ihr mit euren Ködern eigentlich immer an der richtigen Stelle. Lass locker.
Aber was denn?